bundesweit jetzt der gängige Name für dieses Motorrad. Wir freuen uns natürlich auch heute Nachmittag an die Feldmann, die Stimme von Meister Röhrig, der wird hier heute Abend auch oder nachmittags auch aufschlagen, weil er ja ganz großer Liebhaber alter Motorräder ist und hat natürlich auch Motorräder gebaut, wenn man alleine an die Sache Niederschüssel denkt. Das ist auch die hier im Vordergrund auf dem Vorfeld stehen, mit denen sie Rundflüge machen können. Tickets für diese Tester, die wollen sie hier vorne an der Tickets im weißen Pavillon. Rundflüge für diese. Wenn das Feld jetzt auf die Straße geht, ja, 1936 war dann schon so. Also, was hier gerade vorbei knattert, sieht aus wie ein Oldtimer, ist aber keiner. Denn es handelt sich um einen Freewheeler, den es zwar auch schon in den 30er Jahren gab, den morgens in England aber wieder neu aufgelegt hat, heuer. Mit einem Hersteller, der unter anderem auch für Harley Davidson liefert, wo man ja ähnliche monumentale, große V2-Motoren kennt. Hier findet an und somit haben sie diesen Three-Wheeler, der sozusagen eine dreirädrige Alternative zum Motorrad darstellt. Ein Auto ist recht schnell unterwegs. Na gut, mit 2 Liter Hubraum geht das ja auch recht gut. Das Hauptproblem bei dem Auto durch die Traktion des Hinterreifens. Dann haben wir in diesem Feld dieser Sonderklasse einen sehr charmanten Wagen, auch sehr charmant pilotiert, nämlich ein Tier, das wurden zur selben Zeit gebaut, der TR5, der Spitfire, der kleine, bekam dann 1,3 Liter Hubraum. Zuletzt gebaut als positioniert. Der kleine Spitfire Vierzylinder, der kostete zuletzt in Deutschland so um die 13.000-14.000 DM. So, ich sagte Geschmack Berghoff, die bei uns zu Gast ist, vielleicht können wir sie nachher noch zu einem Interview bekommen. Sie ist mit einem der Akteure hier persönlich privat befreundet und wir haben sie gefragt, ob sie Lust hätte, einfach mal mit dazu zu kommen und da hat sie sich bereit erklärt, das zu tun. Ist ein sehr, sehr originales Auto und deshalb eben auch wertvoll und auch modellhistorisch interessant. Von diesen ganz frühen Spitfire sind nicht mehr so viele erhalten. Wir sehen im Detail vorne, das Kühlergrill ist ein bisschen anders. Die Weißverbreitungen sind völlig aus. Da braucht es keine hohen Drehzahlen und entsprechend klingt auch dieser Motor, wie sie bis hierher hört. Als dieser riesenvolumige Zweizylinder-Motor. Relativ tief, deswegen sehen wir gleich noch, wir haben die Zeit dazu, die Gelegenheit ein bisschen über die Marke Riley zu sprechen. Das ist natürlich die Geschichte ein Stück weit. Riley ist ja so ein teures Auto, den ein Bentley überhaupt leisten konnte. Er war froh, dass er gekommen war und er verzog sich in die Form. Wenige
reiche Herrenfahrer konnten sich diese offenen Sportwagen überhaupt leisten. Und wenn wir heute auf den Oldtimer messen oder auf den Oldtimer Special, das ist eine elegante Entscheidung darum, dass das die Karosserie eigentlich normal ist. Das ist ja auch völlig legitim, weil die Thomas Riley in Finanznot geriet und wurde deshalb bereits 1939, also direkt mit dem Zweiten Weltkrieg, übernommen. Neben dem Zweiten Weltkrieg noch eigenständig von Riley entwickelte Automobile, das war durchaus eine eigenständige Unit. Kreativ in dem Markt. Thank you.